so drauf gucke, dann... Oh, nee, ernsthaft. So, von da kam ich. Hier gibt es einen Schädel. Das gefällt mir nicht, dass das Ding mit Blut besehen ist. Ich denke, da geht's raus. Ja, die Frage ist, will ich da schon raus? Ist das rot bemalt oder ist das Blut? Ich dachte, das wäre einfach. Tja, Mädchen. Und das habe ich auch gedacht. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Die Spielentwickler haben gesagt, nein. Okay. Ich habe das in noch keinem Run habe ich dieses Grab gemacht. Von daher, ich bin komplett erstaunt. Okay, da kann ich noch nichts machen. Ups. Quechua. Und ich dachte, das wäre einfach. Ups. Tja, ich würde mal sagen, da wurde die Lara aufgespießt. Der Vorteil an Shadowplay ist, man muss das Spiel nicht extra eingeben, wie bei OBS. Jetzt müsste ich den Sarkophag erreichen können. Scheiße, ich muss weiterklettern. Man kann es auch umständlich machen. Auch vielleicht wäre das bestimmt jetzt gegessen. War das bei Shadow of the... Warum hat die nichts gedrückt? Und warum ging das nicht? Okay, komme ich da so hoch oder nicht? Ich weiß es nicht. Linksbums. Wie heißt's? War das bei... Shadow of the Tomb Raider oder Rise of the Tomb Raider, wo wir diese Galleon, wo wir dieses Schiff da besucht hatten. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, weil da muss ich sagen, hatte ich auch echt Gänsehaut, als wir da einfach mal hier, keine Ahnung, gefühlt den Captain Barbossa auf seine Black Pearl besucht hatten als Lara Croft. War schon geil. Wir sind übrigens eben nicht an der Falle gestorben. Wir hatten nur einen Termin beim Akupunkteur. Jo. Das waren also die ersten Aufzüge. Und ging leider nur in eine Richtung. Aha, habe ich voll vergessen. Hundertprozent. Quetscher. Nidalee mag die erste Stimme sein, die wir in der jenseitigen Welt hören. Und mögen ihre Geschichten uns Trost spenden. Super.
Alte Dialekte verbessert. Kann jetzt Quechia-Monolithen entziffern. Super. Das hat mir wahrscheinlich oft gefehlt in den vorherigen Runs. Weil das Grab habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Oh, es ruckelt, es ruckelt. Ist aber normal. Hört sich an wie Link aus Zelda. Wenn man die Ocarina of Time Speedrunner betrachtet, die hauen ja auch immer zur Seite diese Dinger. Und da macht der Link ja auch solche Geräusche. So, Jonah, helf mal. Hilfst du mir mal? Na, oh, der große Brudi, der schafft das. Für den ist das ein Klacks. So, ganz ruhig. Das muss Kuvakyaku sein. Wir müssen da runter. Schön. Man kann doch das Outfit mal wechseln. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Also ich glaube, wenn einer von euch fällt, dann hilft der andere auch nicht. Oh. Oh, oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Oh, hab dich. Gut, okay, dass du da warst. Ich bin okay. Und jetzt nur noch ein paar Schritte. Okay. Okay. Boah. Bist du okay? Ich bin okay. Bin okay. Tju. Supi. Ich freue mich, ich freue mich. So, hier können wir noch ein paar Sachen. Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Das ist voll, das ist gut. Ah, hier haben wir noch was, hier haben wir noch was. Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Das hier zeigt den Inka-Gott Kan. Er war der Sohn des Sonnengottes Inti und der Mondgöttin Pachamama. Kan kontrollierte die Mondgöttin Pachamama, obwohl er einigen Legenden zufolge nur für das von Süden kommende Wetter verantwortlich war, während von Norden kommendes Wetter in die Zuständigkeit seines Bruders Pachacamac fiel. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Ich auch. So, erstmal lecker Käfer. Laras Leibgewicht. Zinnober wurde im Altertum zur Herstellung hell-oranger Farbtöne für Keramiken, Wandbilder, Tätowierungen oder religiöse Zeremonien genutzt. Ah, Zinnoberinsel. Da gibt's den Fragezeichenöffner und Piro, den Feuerarenenleiter. Wer kennt die Zinnoberinsel? Willst du's probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Ja, ist besser. So. Bevor wir hier irgendwas machen. Alles klar. Der Kanoper. Danke fürs Reinschauen, Niki. Wie Kakao und Talg. Der gefüllte Kanoper wird zu Beginn der Erntezeit als Geschenk an Pachamama, die Muttergöttin, auf das Feld eines Bauern geworfen. Wird das Geschenk angenommen, erwarten den Bauern angeblich eine reichhaltige Ernte und ein erfolgreiches Zuchtjahr. Alles klar. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. So, ich weiß, wo ich... Das Wasser muss zu dem Eimer fließen. Ich weiß, wo ich hin muss. Ja, die Lara war als Kind nicht bei... Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja,
Es geht mir auch schon viel besser. Das Wasser muss zu dem Eimer fließen. Ha, ich hab was gefunden. Keine Ahnung, warum ich da jetzt lang kann. Aber na gut. Ups. Jonah, helf mal mit. Bubi. Komm jetzt. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Ach, der Eimer leckt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. So, der Eimer leckt, okay. Das ist mir schon klar. Das Problem ist einfach, dass du das so ein bisschen halten musst und ich mich beeilen muss. Ich kann es kaum noch halten. Halt einfach fest. Ich muss es gleich loslassen. Ja, super. Schnell. Ich kann es kaum noch halten. Okay, Jonah. Boah, das war knapp. Das war's. Geh hier rüber. Jo. Sie Lara den Sprung schafft, wusste ich, aber du, Jonah. Respekt. Ach, ein bisschen dreckig. Aha. Gentleman-like. Ladies first. Was ist das? Das ist eine Art von Stele, oder? Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Mhm. So, warte mal. Nein! Nein! Ach, Lara. Ich hab gerade noch zurückgedrückt. Wir nähern uns dem Dorf. Kräutermischung, LB und A, nee, Y. Hase! Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Ja. Erwähnt dein Dad in den Notizbüchern Peru? Nein, es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru geben. Paititi, alle Schatzsucher der Welt wollen dorthin. Dads Notizen enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren, oder... Keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Super. Ein Durchgang. Vielversprechend. Keine Rätsel gleich nochmal. Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Das ist eigentlich ganz gut. Vielleicht wird es wohl nach Kuwakiaku sein. Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen, aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Ja, nehmen wir mal das da. Irgendwann gab's hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. So. Bögen Upgrade. Super. So, schon mal ein schöner Bogen. Damit können wir doch was anfangen. Der Rest ist halt so Outfit-Bonus.
Von daher ist die Frage, ich glaube, da lang müssen wir. Oder müssen wir hier lang? Herausforderungsgrab? Och Mann, Hase, du gehst mir gerade so auf den Sack. Ja, hier war das Herausforderungsgrab. Gucken wir mal. Ich habe was gefunden. Das könnte ein Zugang sein. Wenn es nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer. Das stinkt bestimmt so nach. Das geht eigentlich. Das dürfte eigentlich gar nicht so krass stinken. Oh, Lara. Warum läufst du denn nach links? Ich habe so das Gefühl, du hast einen Rechtstick. Willkommen zurück, ihr Süßen. So, Herausforderungsgrab. Unbekanntes Gebiet. Alles klar. Na, Obi? Hängst ein bisschen rum? Ist klar. Meditier mal schön. Du hängst die Haare ein bisschen ab. Super. Wir ernähren uns von Aas. Alles klar. Komme ich hier dann auch wieder zurück? Nee, ne? One-Way-Ticket to Heaven. Ich muss klettern, um rüberzukommen. Ja, das kriegen wir schon hin. Guck mal, da hast du doch hier noch ein Überlebensversteck. Geheimnis entdeckt. Super. So, was haben wir denn hier? Hier ist ein Überlebensversteck. Super. Ich werde diese Funktion benutzen, weil ich echt eine Orientierung habe wie ein Arsch auf Eimer. Von daher, ich bin eher so ein Adventure-Spieler. Oder Jump'n'Run. Da habe ich gute Instinkte, aber was das angeht, hält sich das so ein bisschen an Grenzen. Speziell nur in Videospielen. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. Aha. Dieser Großkotz Fawcett bekommt zwar die gesamte Aufmerksamkeit, aber ich denke, dass seine Zeit so gut wie vorbei ist. Die Welt wird sich an Timothy Walker als jenen Mann erinnern, der endlich die verlorene Stadt von Eldorado gefunden hat. Wir haben in einer Schlucht unser Lager aufgeschlagen. Es war eine mörderische Reise bis hierher. Wir werden hier einige Tage rasten und uns orientieren. Einige der Männer müssen versorgt werden. Und ich könnte auch eine Mütze schlafen tragen. Die Männer sagen, in der Nacht wäre etwas im Lager gewesen. Der Dschungel raubt ihnen langsam den Verstand. Ich sage ihnen immer wieder, dass wir fast am Ziel sind und uns zusammenreißen müssen. Einer der Späher hat irgendeinen Tempel entdeckt. Wir beginnen heute Morgen mit dem Bau von Brücken und Leitern und brechen am Nachmittag auf. Mhm, super. Ich muss jetzt noch mein Brötchen fertig essen, sonst wird's eklig. Gut. Was haben wir denn hier? Schön. Von da kam ich aber nicht, ne? Nee. Ich gucke mich nochmal hier in Ruhe um, weil ich auf der... weil ich hier noch nichts gefunden habe. Habe ich Green Hell eigentlich installiert? Ich weiß es nicht. Oh. Oh, nicht gut. War ich nicht hoch genug? Aber ich bin rübergekommen, ne, bin ich nicht. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. So, das habe ich.
Ach so, das sagt die ja immer. Ich muss aber nach da links. Okay. Irgendwas will nicht, dass ich hier bin. Ja, mein Abendessen ist ja an sich gesichert. Ich habe ja heute für einen längeren Stream vorgeplant. Und deswegen ist es nicht ganz so chaotisch wie gestern. Bedeutet, wenn ich richtig Hunger haben sollte, haue ich mir einfach einen Flammkuchen in den Ofen. Kennt ihr ja von mir. Beziehungsweise gut, Christopher, du jetzt noch nicht. Du bist ja noch recht neu hier, aber Justin, für den ist das kein... Wie heißt? Nichts Neues. Pizza. Obwohl, Pizza Baguette war ja eigentlich eher so meins, ne? Das habe ich ja immer früher gemacht bei längeren Streams. Und das wurde damit alles auch voll. Später assoziiert. Von daher, längere Streams. Ich habe damit schon ein bisschen Erfahrung. Ist da jemand? Längere Streams, sagte er. Nach dem gestrigen Stream von 4 Stunden. Ich muss aber sagen, bis auf die Conchi, die hatte mal zu Ostern vorletztes Jahr. Den Stream mitverfolgt und die Sakura und die Hino. Die hatten den Plugtail Stream komplett mitverfolgt. Aber ich werde solche langen Streams nicht mehr planen. Ist halt schön, wenn sie kommen. Aber Plugtail, wie gesagt, 11 Stunden am Stück. Das war für mich anstrengend. Das war wahrscheinlich auch für die Sakura und für die Hino anstrengend. Und ich denke mal, das war auch für dich anstrengend, Justin. Da ist ein Überlebensversteck. Ah, hier komme ich raus. Wie gesagt, planmäßig mache ich sowas eigentlich ungern. Ich laufe nicht zu weit nach vorne. Aber bei den Spielen, die ich spiele, ich spiele halt ganz selten Spiele, die man einfach nur eine Stunde oder zwei spielt und dann ist gut. Sondern wenn man einmal halt anfängt, so einen Stream zu machen bei so einem Spiel, dann bin ich halt auch drin. Dann werden es halt schon mal mehrere Stunden. So, hier komme ich zurück. Okay. Genau, Pizza, Mc's oder Baguette. Aber wie gesagt, das ist dann auch nur am Wochenende, wenn der Stream lang geht. Wie gesagt, ich nehme an, die meisten von euch kennen ja meine Kochvideos. Und dass ich auch gut und gerne koche. Aber es ist halt auch sau nervig oder extrem anstrengend, das ganze Zeug in der Küche aufzubauen. Und vor allem muss ich vorher immer erst die Küche nochmal sauber machen. Meine Mitbewohner denken da leider nicht so häufig dran. Von daher, na, schwierig. So, Brötchen auch gegessen. Ist halt auch extrem anstrengend, in der Küche das alles mit dem Laptop und allem drum und dran aufzubauen. Okay. Jo.
Ah, das ist ein Überlebensversteck. Okay. Boah, da muss ich dir was erzählen, Justin. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, aber irgendwie gruselig. Und? Ich hatte geträumt, dass ich von unserem Minecraft-Server ein Let's Show mache. Und im Video hatte ich irgendwie das Gefühl, dass genau du dir das gewünscht hast. Dann habe ich im Video gesagt, Justin, extra für dich, Let's Show Minecraft. Und wenn du das nicht anguckst, dann finde ich deine Adresse raus. Komm bei dir brutals vorbei, klingel, klopf an die Tür. Und du musst mir eine Cola ausgeben. Und ich bring Kekse mit. Und dann habe ich dir gedroht, dass diese Kekse, die ich mitnehme, auch, dass diese Kekse, die ich mitbringe, auch Vollkornkekse sind. Dann bin ich aufgewacht. Hab dann erstmal geguckt, ob da, hab erstmal meine Videofestplatte angeguckt, ob das vielleicht, wie heißt, ob ich das vielleicht wirklich im Real gemacht habe oder ob ich das geträumt hatte. Und dann hatte ich irgendwie voll Heißhunger auf Kekse. Dann bin ich erstmal Kekse einkaufen gegangen. Richtig schön so Butterplätzchen. Jetzt habe ich immer noch eine Packung Butterkekse hier rumfliegen. Aber die normalen, keine Vollkorn. Und deswegen gibt es jetzt Kekse. Touché, hä? So, ich bin jetzt hier drüben. Okay. Ja. Hol mir erstmal das hier. Gucken, ob hier noch was ist. Super. Okay, ich verstehe, jetzt verstehe ich. Super. Okay. Das müssen wir durchschneiden. Dann müssen wir das rüber. Mhm. Dann müssen wir das so ein bisschen fixieren. Für eine Weile. Hält das. Dann müssen wir hier rüber. Okay. Und jetzt müssen wir das zurückschicken. Jetzt müssen wir hier drauf. Hätte ich mich so auch nie getraut. Und jetzt kommen wir hier rüber. Dieses goldene Teil müssen wir machen. Anstatt einfach hier rüber zu springen. Nein. Hab nie probiert, ob das klappt. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Auf dich, Justin. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Darauf erstmal fetten Keks. Es muss irgendwo einen Kletterweg geben, der zum Altar führt. Oh, Mädchen, ich weiß. Lass uns doch mal umgucken. Geronimo! Alter!
Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?